So, und damit ein herzliches Willkommen zurück zu The Legend of Zelda Ocarina of Time. Ihr hört es vielleicht an meiner Stimme. Ich bin etwas krank, aber nichtsdestotrotz geht es weiter. Und die Seele der Hyersee ist nun endlich wieder befreit. Das heißt, wir haben jetzt wieder die drei großen Schreine gemacht. Wir haben ja ganz am Anfang den Waldtempel gehabt, dann den Feuertempel und dann wieder den Wassertempel. Und das hat sich jetzt einmal wiederholt. Und jetzt ist es halt einfach so, dass man sich denkt, okay, und nun, was können wir jetzt tun? Und theoretisch würde ich gern ein paar Sachen machen, aber wir sehen, dass hier noch zwei Punkte sind, die noch nicht aufgedeckt sind. Plus, dass in Kakariko irgendwas zu sein scheint, wie auch immer. Und dementsprechend würde ich ganz gerne nach Kakariko erst gehen. Und dann schauen wir, was dort zu tun ist. Ich dachte, Epona würde hier noch stehen, aber doch da vorne. Sehr schön. Epona steht da noch. So. Dann reiten wir nämlich einmal über die Steppe. Und ich würde sagen, ich mache dann ein... Ja, wenn da keine unsichtbare Wand wäre, würde ich mal eben zur Steppe reisen. Also wir sehen uns gleich wieder. Zurück, Link. Sieht aus, als würdest du es überstehen. Link, etwas Schreckliches ist passiert. Der Schattendämon ist aus seinem Gefängnis entkommen. Impa, die Gründerin Kakarikos, hat den Schattendämon einst auf den Grund des Brunnens verbannt und dort eingeschlossen. Doch die Kraft des Dämons wurde in letzter Zeit immer stärker, so dass das Siegel brach und er wieder in die Oberwelt entkommen konnte. Ich glaube, Impa ging zum Schattentempel, um ihn wieder zu versiegeln. Ohne Hilfe wird sie dort in großer Gefahr sein. Link, Impa ist eine der sechs Weisen. Vernichte den Schattendämon und rette Impa. Es gibt einen Zugang zum Schattentempel, hinter dem Friedhof von Kakariko. Alles, was ich für dich tun kann, ist, dich die Melodie zu lernen, die dich zum Schattentempel bringt. Diese Melodie führt dich in die unendliche Dunkelheit, die sogar die Zeit absorbiert. Höre nun die Nocturne des Schattens.
Ein neues Lied. Ach du Heilige. Okay. Du hast die Nocturne des Schattens erlernt. Ich werde mich um das Dorf kümmern. Ich zähle auf dich, Link. Sheik kann auch nicht einmal normal gehen, oder? Naja, wir sehen, der Mond hängt tief und wir haben eine neue Aufgabe, und zwar zum Schattentempel zu gehen. Theoretisch könnten wir direkt dahin gehen, aber ich will eben kurz was versuchen, und wir brauchen noch ein Item für den Dungeon, das wir uns auch noch holen müssen. Das heißt, der Schattentempel muss noch ein bisschen auf sich warten, aber es ist der nächste Dungeon, den wir machen. Und ich frage mich, ob ich eventuell eine Skulptur übersehen habe, die hier im Friedhof hängt. Anscheinend nicht. Die habe ich mir geholt, so wie es aussieht. Okay, dann werde ich noch mal kurz zu Boris gehen. Na, kommt darauf. Ich hasse diese Geister, die hier sind, ne? Zeig dich. Sehr schön. So. Hier ging es runter zu Boris, glaube ich. Genau. Denn, ich muss mir kurz den Haken auswählen. Ja, ich glaube, ich lasse ihn da. Und wir machen nochmal ein Rennen gegen ihn. Junge, du bist gut zu Fuß. Ich sehe vielleicht nicht so aus, aber ich bin ganz schön schnell. Lass uns um die Wette laufen, wenn du es dir zutraust. So. Wir folgen ihm, wie damals auch schon, wegen dem Fanghaken. Und ja, dann schauen wir mal, wie gut wir vorankommen. Wenn er nicht sein Feuer so doof platzieren würde. Wir müssen es halt unter einer Minute schaffen, damit das, was ich vorhabe, funktioniert. Für die Leute, die das Spiel kennen. Ja, falsch. Ich kann schon aufgeben, ich kann schon aufgeben. Wir sehen halt auch, er haut viel weniger von den Feuerdingern raus. Ja. Okay. Versuchen wir es nochmal. Ich würde sagen, ich mache euch einen Schnitt rein, bis ich es geschafft habe. Also, bis gleich. Also, Leute, ich habe es versucht. Ich habe den Text jetzt nicht vorgelesen, aber ihr seht ja, wie viel Herz ich schon verloren habe. Ich werde das später nochmal versuchen. Ich würde sagen, ich mache mich jetzt auf zur Zitadelle der Zeit, weil wir müssen uns klein machen. Und dann werden wir ganz einfach in der nächsten Folge ein bisschen gucken, wie wir vorankommen. Eventuell hole ich nicht alle Herzen, weil ich bin es bei manchen Sachen echt leid, wie zum Beispiel dieser Mission mit Boris. Aber gut, wir sehen uns auf jeden Fall in der nächsten Folge wieder. Oder? Ach komm, ich porte mich jetzt schon mal dahin. Ich bin im Moment ein bisschen salty, was das Game angeht, weil jetzt kommt so der Teil, den ich nicht
richtig mag, weil es ein paar Scheißdinger gibt, es gibt ein paar coole Dinger, aber es gibt auch richtig Scheißdinger und naja, ich möchte natürlich das Spiel auch irgendwann durchhaben, deswegen. So, war's, genau. Auf jeden Fall machen wir uns in der nächsten Folge klein, holen uns das Item, was wir für den nächsten Dungeon brauchen und ziehen ein bisschen an. Das heißt, weniger Sidequests, mehr Hauptmissionen und ja, wenn euch die Folge gefallen hat, dann hinterlasst doch gerne ein Like und wir sehen uns dann in der nächsten Folge wieder, wenn ihr Zeit und Lust habt. Also macht's gut und bis dann.